Was geht's, Lordemge hier? Bevor das Video startet, möchte ich euch nur sagen, dass ich fast täglich auf Twitch streame. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, im Hintergrund seht ihr, wie wir unsere Pferdequest weitermachen, damit wir endlich Richtung Militärgaul gehen können. Wir haben im letzten Part aufgehört mit Parfels und in diesem Part machen wir weiter. Dass es die ganze Zeit leider Gottes fehlt. So ist das halt mit der Pferdequest. Ich habe keine Ahnung, was die Rate ist, dass das klappt, aber manchmal fühlt sich das einfach gefühlt an wie unter 10%. Ist halt leider so, aber müssen wir halt tatsächlich durch. Zum Glück die ganze Zeit mit Teleautoring gebortet einigermaßen. Hatte habe ja genug, so ging das alles ein bisschen schneller zum Glück. Schauen wir mal, hat es diesmal geklappt? Ja, diesmal hat es geklappt. Wunderbar. Das war auch die letzte Militärquest. Danach haben wir die Militär-PQ gemacht. Sprich die Dämonendinger im Dämonenturm getötet. Und jetzt müssen wir auf unser Militär-Pferdebuch warten. Das ist echt geil. Haben wir das erledigt. Kampf um Pferderücken. Wir kommen. Natürlich haben wir hier auch ein bisschen Segnungen draufgehauen auf unsere HTK. Natürlich nicht nur auf die HTK. Das werdet ihr gleich aber noch sehen. Dann haben wir uns ein bisschen hochgelevelt, dass wir dann Richtung Mob-Rüstung gehen können. Hier haben wir wieder ein bisschen One im Shop. Ja, ich möchte jetzt ein bisschen mit euch über die Pläne des Chars reden, wie wir mit dem jetzt weitermachen machen werden. Unser Equipment ist jetzt so einigermaßen okay, würde ich jetzt mal behaupten, so langsam. Natürlich 6.7. ist noch nicht komplett perfekt, aber das mache ich ab und zu. Jeden Monat cache ich mal einen Fuffi vielleicht und dann drehen wir damit ein bisschen. Kleine Segnungen-Events versuche ich irgendwie mitzunehmen. Und dann versuchen wir die 6.7. auch einigermaßen fertig zu machen. Im letzten Part habe ich ja auch meine Smuggies gedreht, den 6.7. Da habe ich ja gemeint, habe ich ja kein Glück, aber dann habe ich am Ende erhalte Kraft des Eises für 5 Sekunden bekommen in die Ohrringe. Und laut den Kommentaren kann man die dann gegen Abi-Ohrringe tauschen, habe ich bisher nicht gemacht. Dazu komme ich auch noch gleich, wieso. Und deshalb, ja, müssen wir mal schauen, dass wir im restlichen Equipment am besten so zwischen, ja, 35 und 50 Abi immer reinbekommen. Das wäre natürlich Bombe. Mit dem Boni-Abi selber klappt es leider bisher nicht so gut. Genau, aber der Plan ist auf jeden Fall 6.7. jetzt so nach und nach fertig zu machen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, Equipment ist soweit in Ordnung. Auf was sparen wir jetzt das One? So, wir haben hier zwei Optionen. Unser Schulterband ist ja noch nicht wirklich gut. Jetzt ist die Frage, machen wir das Schulterband selber? Oder kaufen wir ein fertiges Schulterband? Das ist die Nummer 1. Natürlich ein Schulterband am besten mit dem Zodiac-Bogen 9. Momentan, jetzt Stand jetzt, habe ich ungefähr 150 One auf die Hand momentan. Oder gehen wir einfach direkt auf den Brilli-Rubin. Sprich, wir sparen uns 500 bis 600 Won und gehen dann direkt auf den Brilli-Rubin. Und allgemein dann halt die eigentlich ein bisschen fertig machen. Sprich, dass wir dann uns dann noch einen Onyx holen und einen Echse, ne? Es ist halt die Frage, würdet ihr da am besten weiter progressen? Erstmal Schulterband oder würdet ihr auch, so wie ich jetzt, erstmal direkt einen Brilli-Rubin oder vielleicht dann ein Schulterband? Meiner Meinung nach, ein Brilli-Rubin wäre schon ganz geil zu haben. Das pusht den Damage auf jeden Fall nochmal en masse. Aber natürlich auch ein Schulterband schon fertig zu haben, wäre auch schon eigentlich ein großer Fortschritt. Deshalb schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr da progressen würdet. Und deshalb habe ich jetzt gerade auch die Smuggies noch nicht tatsächlich vertauscht. Auch weil ich momentan nicht so derbe aktiv spiele. Weil ich auch noch andere Games habe, wo ich momentan noch grinde tatsächlich. Jetzt gerade vor allem wieder Lost Ark, weil es da jetzt wieder ein sehr gutes Event gibt. Natürlich, bei Meeting gibt es jetzt auch das Goblin-Event momentan. Das muss ich mir eh anschauen, das habe ich noch nie gemacht. Nur habe ich auch gehört, dass es auch verdammt genervt wurde. Im Gegensatz zum letzten Mal. Anscheinend braucht man jetzt 90 Dublonen und es gibt nur einmal die Belohnung. Statt damals, wo man nur 30 Dublonen bekommen, nutzen musste dafür. Gut, wiederum weiß ich nicht, wie viel Belohnung da damals bekommen hat. Deshalb, I don't know. Muss ich mir allgemein mal anschauen. Ich habe auf jeden Fall gestern nochmal meinen Shop einmal aufgefüllt, weil ich ja einfach sehr viel Stuff habe. Mit dem neuen Update, was ja jetzt raus kann, kann man ja auch Tappis in dem Shop machen. Das finde ich verdammt geil.
Da geht jetzt so ein 200er Stack, was war es gestern, 28k weg, ist eigentlich ganz in Ordnung. Meiner Meinung nach hat man jetzt nicht mehr den Stress mit dem Rufi schreiben und dieses dann per Handelsfenster zu verkaufen. Deshalb meiner Meinung nach ist ein eigentlich gutes Quality of Life Update, würde ich es jetzt nennen. Besser später als nie, würde ich mal behaupten, oder Leute? So, hier haben wir dann noch einen Shop wiedergestellt, wie ihr sehen könnt. Da sind natürlich ein paar FPs drin, Kriegskunstbücher, Segis, paar Erze, die wir aus der Tombola natürlich bekommen haben, verticken wir auch. Drachenraumeintritt, Fettbücherkiste, die wir gedroppt haben, ein paar Drachenbohnen, BDVs, 70er Petfutter und wie gesagt ganz viele Segis, Selis und ein Blitztalisman, den wir ja dann auch rausgezogen haben aus der Tombola. So, da haben wir auch wieder einigermaßen gut Young eingenommen. Das nehmen wir dann mal wieder raus. Und so sind wir jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig lesen kann, bei 122 Won. So, und hier haben wir nochmal 10 Segnungen. Die haben wir dann erstmal auf das Titani gehauen. Blutungsangriff TP brauchen wir nicht. Angriffswert 5. Ja, da fehlt die 0 dran, leider Gottes. Na, auch nicht gut. Weiter geht's. Vergiftungschance, absolviert Schaden, nee. Widerstand gegen Blut, Max MP auch nicht. Fertigkeitsschaden vom Boss minus 5%, das habe ich dann gerade im Endeffekt gelassen. Und weiterhin gesuchter Bonus, paar Prozent, ich weiß nicht, wie viel Prozent das gerade waren. Auf jeden Fall zweiterhin dazugefügte Bonus ist abblocken. Das habe ich gedacht, komm, weißt du was, lassen wir das mal. So, der Helm, wiederum haben wir auch nochmal ein paar Segnungen draufgehauen, in der Hoffnung, da jetzt auch vielleicht 50 HP reinzubekommen. Hier haben wir magischer Angriffswert 30 bekommen, das ist jetzt nicht das, was wir unbedingt möchten. Ja, leider hat das auch nicht geklappt. So, und dann haben wir uns noch ein neues HTA besorgt mit 1 KTP, 10 Feuer, 5 TP Absorb, weil wir einfach kein gescheites Armband für den Rasador haben. Das war für 9 Mon drin. Habe ich mir gedacht, komm, weißt du was, nimm mal mit, haben wir ein gescheites HTA für Rasador. Mann, machen. Hier haben wir dann noch ein paar Tapfis verkauft, die wir noch gut auf Lager hatten. Hat uns auf jeden Fall auch wieder relativ gut Mon eingenommen. Und danach haben wir natürlich auch weiter XP-Ringe verkauft, so wie es auch natürlich sein muss. Aber wie gesagt, schreibt es mal gerne in die Kommentare nochmal, wie ihr das machen würdet. Eher auf Brillirubin jetzt gehen, eher oder auf ein fertiges Schulterband. Das würde mich mal sehr gerne interessieren. Und vor allem, soll man, wenn wir Schulterband gehen, soll man das Schulterband selber machen oder soll man es einfach fertig kaufen. Mit unseren 150 knapp Bonnen, die wir jetzt mittlerweile haben, mal, denke ich mal, schon ein gutes Schulterband auf jeden Fall holen. Oder wir sparen jetzt weiter auf dem Brillirubin. So weit ist es auch nicht mehr entfernt. Die Hälfte haben wir ja bald. Aber wie gesagt, momentan bin ich noch aktiv in anderen Games. Deshalb kamen gerade jetzt auch ein bisschen weniger Videos. Wir werden jetzt wieder mehr werden, keine Sorge. Ab und zu brauche ich mal ganz kurz eine kleine Pause. Und wie gesagt, andere Games müssen halt auch gegrindet werden. Vor allem könnt ihr lachen, momentan spiele ich auch wieder momentan Minecraft mit ein paar Kollegen. Macht auch verdammt Spaß in dem Modpack, so von daher wisst ihr Bescheid, warum momentan tatsächlich nicht so viele Videos gekommen sind. Ich hatte immer so vor, ich mache jetzt das Video, am Ende, wo war ich, entweder in Lost Ark oder Minecraft. So von daher nähern wir uns jetzt auch schon dem Ende des Videos zu. Ich bedanke mich schon mal ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch allen ein angenehmes Wochenende und natürlich für die, die am Montag dann wieder arbeiten müssen, natürlich ich auch, eine ganz ruhige Arbeitswoche. Bis dahin wünsche ich euch was. Haut raus, euer SlowDMG. Bis zum nächsten Mal.